Multikulti in Deutschland. Ein Ansatz, der nach Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel fehlgeschlagen ist. Beim Deutschlandtag der Jungen Union in Potsdam sagte Merkel: Und wir sind ein Land, das im Übrigen Anfang der 60er Jahre die Gastarbeiter nach Deutschland geholt hat. Und jetzt leben sie bei uns. Wir haben uns eine Weile lang in die Tasche gelogen. Wir haben gesagt, die werden schon nicht bleiben. Irgendwann werden sie weg sein. Das ist nicht die Realität. Und natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander, dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert. Zugleich stellte sich Merkel hinter die in Teilen der Union umstrittene Aussage von Bundespräsident Christian Wulff, wonach der Islam ein Teil Deutschlands ist. Und er ist Teil Deutschlands. Das sieht man nicht nur am Fußballspieler Özil. Und liebe Freunde, jetzt geht es darum, wie wir mit dieser Frage umgehen. Und da ist das Thema Integration ein zentrales Thema, weil unter den jüngeren Menschen unseres Landes die Anzahl der jungen Menschen mit Migrationshintergrund zunehmen wird und nicht abnehmen wird. Das weiß auch CSU-Chef Horst Seehofer. Er legte am Freitag in der Integrationsdebatte nach. Für ihn ist Multikulti nicht nur gescheitert. Wir als Union treten für die deutsche Leitkultur und gegen Multikulti ein. Multikulti ist tot. Scharfe Kritik für diese Worte erntete Horst Seehofer unter anderem vom Zentralrat der Juden, der in der Zeitung Rheinpfalz am Sonntag die vom CSU-Chef angestoßene Integrationsdebatte als schäbig und verantwortungslos bezeichnete.